Die Masterbewerbung. Hallo, ich bin Mika. Ich bewerbe mich gerade auf den Master of Education an der Uni Köln. Ich helfe dir heute, dich ebenfalls zu bewerben und zeige dir Schritt für Schritt den Ablauf der Bewerbung in Clips. Das hier ist das Bewerbungsportal Clips 2.0. Wenn du von einer anderen Uni nach Köln wechselst, legst du dir zuerst einen BewerberInnen-Account an. Bereits im Bachelor an der Universität zu Köln eingeschriebene StudentInnen können sich über ihren Studierenden-Account neu bewerben. Wenn das erledigt ist, kannst du auf der Hauptseite auf Bewerbung klicken, um loszulegen. Zuallererst wählst du das Semester aus, für das du dich bewerben möchtest und klickst anschließend auf Weiter. Da du dich mit dem Master auf einen neuen Studiengang an der Uni Köln bewirbst, klicke hier auf den Punkt Ich möchte mich auf einen anderen Studiengang neu bewerben. Wähle bei Art des Studiums Masterstudium aus. Anschließend gibst du unter dem Punkt Abschlussziel deine im Bachelor studierte Schulform an, die du im Master fortführen möchtest. Da ich Grundschullehramt studiere, wähle ich das aus. Im weiteren Verlauf von dem, was ich dir zeigen werde, wird das keinen Unterschied machen, außer bei der Wahl der Fächer. Nun gibst du hier deine Fächer an. Wenn du noch kein Masterstudium beendet hast, dann wähle unter Form des Studiums konsekutives Masterstudium aus. Überprüfe oder gib hier deine Personendaten ein. Als externe Person hast du noch keine Matrikelnummer. Diese wird dir erst im Rahmen der Einschreibung zugewiesen. Gib hier deine aktuelle Wohnadresse ein. Über diese Adresse kommuniziert die Uni mit dir. Wenn die Adresse nicht deiner Heimatadresse entspricht, wirst du im nächsten Schritt aufgefordert, diese anzugeben. Bitte gib in diesem Schritt deine Daten zu deinem Schulabschluss wahrheitsgemäß ein. In diesem Schritt gibst du deine vorherigen Studien ein. Bitte trag hier die Gesamtnote des Studiengangs ein, mit der du dich für den Master bewirbst. Wenn du das Studium noch nicht abgeschlossen hast, trag hier bitte die vorläufige Gesamtnote ein, die du in der Regel deiner Leistungsübersicht entnehmen kannst. Solltest du diese nicht haben, gib hier 4,0 ein. Unter dem voraussichtlichen Datum gibst du dein Abschlussdatum des Bachelors ein. Wenn du dich aus einem nicht abgeschlossenen Bachelor bewirbst, dann trag hier das Datum des Semesterendes ein. Die bisher erbrachten ECTS-Credits entnimmst du deiner Leistungsübersicht. Bedenke, dass du für eine Zulassung zum Master bis zur Bewerbungsfrist mindestens 144 Leistungspunkte nachweisen musst. Lies dir die Informationen auf der Seite gut durch. Wenn einer der aufgeführten Punkte auf dich zutrifft, tippe in dem Textfeld Ja ein. Sollte dich keiner dieser Punkte betreffen, tippe Nein ein. Hier lädst du deine aktuelle Leistungsübersicht hoch. Klicke hierfür auf Datei auswählen und füge sie deiner Bewerbung hinzu. Wenn du die richtige Datei eingefügt hast, klicke auf Weiter. Nun lädst du den Nachweis über dein abgeschlossenes Schulpraktikum hoch. Wenn dieses in deiner Leistungsübersicht zu finden ist, lade die Datei erneut hoch. Sollte es nicht auf deiner Leistungsübersicht aufgeführt sein, musst du eine Bescheinigung des Prüfungsamtes hochladen, welches den Abschluss des Moduls bestätigt. Lade hier ein Dokument hoch, aus dem hervorgeht, an welchem Datum die Anmeldung deiner Bachelorarbeit erfolgt ist. Beachte, dass du die Arbeit bei einer Bewerbung zum Wintersemester spätestens am 15. Juni angemeldet haben musst. Zum Sommersemester liegt die Frist beim 15. Dezember. Wenn du weitere Dokumente hast, die deine Bewerbung unterstützen, lade diese hier hoch. In der Regel reichen die bisher hochgeladenen Dokumente. Falls dir nach deiner abgeschickten Bewerbung weitere Leistungen verbucht werden, kannst du diese auch nachreichen. Nach diesem Schritt gelangst du zur Kontrollansicht der Bewerbung. Überprüfe im letzten Schritt, ob deine Angaben korrekt sind und du alles hochgeladen hast. Klicke dann auf Senden und du hast dich erfolgreich mit mir zusammen an der Uni Köln für den Master beworben. Ich hoffe sehr, dass ich euch gut durch den Prozess der Bewerbung begleiten konnte.